So, auf dieses Video, da freue ich mich tatsächlich ganz besonders, denn ich bin der Meinung, dass egal auf welchem Level du gerade bist, ob du absoluter Anfänger bist, noch nie Werbeanzeigen geschaltet hast oder ob du schon absoluter Vollprofi bist, vielleicht schon 6-, 7-, 8-stellige Beträge auf Facebook ausgegeben hast, dass du hier noch eine richtig, richtig coole Erkenntnis mitnehmen kannst. Denn wenn du dich da draußen mal anguckst, da gibt's, es gibt zig Kurse, Workshops, hast nicht gesehen, zu Ads schalten hier, Facebook-Ad, Mastery, Superkurs, hast nicht gesehen hier. Und ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht irgendwie anfangen, hier zu der Ninja-Strategie hier und da irgendwie was zu erzählen. Denn ja, da gibt es einfach schon extrem viele Sachen da draußen, die ich auch gar nicht schlecht machen will, die auch sehr gut funktionieren. Nur stelle ich einfach fest, dass es zum Beispiel auch so Leute wie mein Kumpel Franz gibt. Denn mein Kumpel Franz, weißt du, der ist Tierarzt. Der ist, glaube ich, so ziemlich der erste und einzige Online-Hundetierarzt. Und Franz hat vor allem damals, als er angefangen hat, so ziemlich gar keine Business-Erfahrung gehabt, auch überhaupt keine Online-Marketing-Erfahrung, geschweige denn irgendwelche Erfahrungen im Facebook-Ads-Schalten. Und tatsächlich hat Franz aber geschafft, innerhalb von kürzester Zeit irgendwelche Ads am Laufen zu haben, die Hunderte und Tausende von Likes hatten, Kommentare noch und nöcher, Tausende von Teilungen. Er hatte teils Link-Klick-Raten in seinen Ads von 8 bis 10%. Also alle, die ein bisschen Erfahrung mit Facebook-Ads haben, wissen, 8 bis 10%, das ist eigentlich so gefühlt technisch nicht möglich. So 2-3%, da würde jeder schon sagen, hey, das ist schon ganz gut. Und das lag nicht daran, dass Franz jetzt irgendwelche sündhaft teuren 10.000 € Facebook-Ads-Kurse irgendwie auf der ganzen Welt besucht hat, sondern die einzige Sache, die Franz einfach extremst richtig gemacht hat, ist, er hat den New Way of Marketing einfach richtig, richtig, richtig gut intuitiv, ohne dass er es wusste, angewandt. Weil erstens, er hat sich mit seiner Zielgruppe extremst viel beschäftigt, hat da mit Hunderten von Hundehaltern einfach persönlich schon Kontakt gehabt, hat sich immer für die interessiert, so was ist der nächste Schritt, wie kann ich euch noch besser helfen. Und er hat das einfach in einem Video extremst gut rübergebracht. Und wirklich dieses Video. Es ist einfach nur herrlich, es ist ein Handyvideo, so ein bisschen von unten gefilmt. Manchmal rauscht der Wind einfach noch durch. Es ist schlecht belichtet. Das Video geht 7 Minuten lang. Er hat mir jetzt erzählt, er hat noch ein neues Video, was 20 Minuten geht. Ich glaube, man könnte jeder Facebook-Ad-Guru würde dir erzählen, ja, ein Video, das darf maximal irgendwie 2 Minuten, maximal vielleicht 3 Minuten lang sein, damit es funktioniert. Quatsch. So, Franz hat ein 7- und ein 20-Minuten-Video und es funktioniert hervorragend. So, deswegen die allerwichtigste Sache, damit deine Facebook-Ads oder deine Werbeanzeigen einfach funktionieren, ist, dass es einfach super, super, super stimmig ist, dass du genau das Problem deiner Zielgruppe irgendwie triffst und einfach super authentisch deine Lösung präsentierst. Und was ich dir aber noch mitgeben würde, das ist nicht nur das Einzige, was ich mitgeben würde, also es gibt wieder sowas, so etwas, das sind quasi Frameworks. Das ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil da bin ich gar kein Fan von, aber einfach ein Framework. Und ein Framework, wie ich eine Werbeanzeige immer aufbauen würde, wäre Hook, Story, Offer. Du kannst ja auch mal hier meine Videos zum Beispiel angucken. Es ist eigentlich immer, immer auch bei mir so aufgebaut. Hook heißt am Anfang irgendetwas, was die Aufmerksamkeit zieht. Zum Beispiel sage ich in so einem Video immer, hey, pass auf, ich will dir heute was mitgeben, was einfach eine super einfache Strategie ist, was dir aber extremst krasse Ergebnisse bringt. Und pass auf, lass mich dir mal kurz erzählen, was das eigentlich ist. Weißt du, da habe ich kurz, ja, die Amis sagen dafür immer ein Open Loop, wie in einer Serie, so einen kleinen Cliffhanger aufgebaut, von wegen, hey, ich habe da was, das könnte dich interessieren. Und dann fange ich an, meine Geschichte zu erzählen. Genauso würde ich dir das einfach in deinen Videos, in deinen Texten, vor allem auch in der Werbeanzeige einfach raten. Du brauchst einmal die Aufmerksamkeit, du brauchst einen ganz starken Hook, also eine ganz starke Sache, warum die Leute dir zuhören. Dann kannst du deine emotionale Geschichte erzählen, wie du zum Beispiel irgendwie darauf gekommen bist, warum du das super gerne machst, warum du der Zielgruppe irgendwie gerne helfen möchtest. Und am Ende machst du einfach dein Offer. Dein Offer ist einfach dein Angebot. Das heißt,
Ja, das ist einfach der Call to Action, der nächste Schritt. Zum Beispiel, hey, lass uns einfach mal ganz, ganz unverbindlich am Telefon sprechen. Oder lade dir jetzt hier mein E-Book herunter. Das ist sozusagen unten der nächste Schritt. Und das Schöne ist, das reicht, um einfach 90% Ergebnisse zu bringen. Und wenn wir die mal haben, dann können wir uns daran machen und mit allen Facebook-Strategien der Welt schauen, dass wir das dann noch optimieren. Aber ich sag dir eins, selbst wenn du brutaler Anfänger bist, noch nie eine Anzeige geschaltet hast, wenn du das richtig machst, dann werden deine Anzeigen laufen. Und dazu brauchst du einfach nur den Mut, einfach komplett du zu sein und sich einfach mal wirklich so vor die Kamera zu stellen, wie du einfach bist, da keine Angst zu haben. Und ja, dann hast du da einfach schon echt, echt, echt die halbe Miete.